Über. Wenn ich Ihnen 10.000 Euro leihe von meinem Ersparten, weil Sie eine Geschäftsidee haben und Sie kommen nach einem Jahr und sagen, tut mir leid, das ist alles in die Hose gegangen. Ich kann das im Leben nicht zurückzahlen. Dann muss ich sagen, das ist doof. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber dann ist das Geld jetzt eben weg. Kann ich nichts machen. Und jetzt ist nicht so schlimm, ich hatte das Geld über, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht geliehen. Ja, ich verleihe doch kein Geld, das ich gar nicht habe. Ich bin doch keine Bank. Die Banken haben aber nicht nur Geld verliehen, das ihnen nicht selbst gehört hat, dass sie sich selbst geliehen hatten. Die Banken verleihen auch Geld, das gar nicht da ist. Und das muss man erstmal begreifen, wie Geld geschöpft werden darf aus dem Nichts. Die Banken dürfen, ganz grob vereinfacht gesagt ist das jetzt, die Banken dürfen das Zehnfache von dem verleihen, was sie an Einlagen tatsächlich haben. Also, wenn Sie 1.000 Euro eingezahlt haben von Ihrem Ersparten auf die Bank, auf ein Sparbuch, dann darf die Bank ihm jetzt 10.000 Euro leihen. Da fragen Sie natürlich zu Recht, wo nimmt die Bank die anderen 9.000 Euro her? Ja, die gibt es gar nicht. Das Geld entsteht dadurch, dass er verspricht, das in einem Jahr herbeizuschaffen. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er in einem Jahr 10.000 Euro herbeischafft plus Zinsen und die zurückzahlt, obwohl es die gar nicht gab. Alles, was wir an Geld haben, entsteht durch Kreditvergabe. So. Wenn er jetzt nach einem Jahr kommt und sagt, das ist alles in die Hose gegangen, ich kann das nicht zurückzahlen, wobei zurückzahlen ist ja ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang, dann kann die Bank eben nicht sagen, ja, ist das Geld eben weg, dann muss die Bank sagen, Moment mal, das geht nicht, dann sind wir ja weg. Und wir können nicht weg sein, wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das vor? Sollen wir jetzt die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzuarbeiten? Oder was? Dafür sind wir ja nicht Banker geworden, um arbeiten zu gehen. Was macht also die Bank? Die Bank sagt, ja, dann leihen wir dir jetzt 11.000 Euro. Davon zahlst du die 10.000 zurück, plus die Zinsen, plus eine kleine Gebühr dafür, dass wir weiter mit dir Geschäfte machen. Das Geld kriegt aber nicht ausgezahlt. Die Bank schreibt einfach in ihre Bücher, dass der jetzt 11.000 Euro Schulden hat. Vorher konnte er mit den 10.000 Euro konnte er noch einkaufen gehen. Mit dem Zettel, dass er verspricht, in einem Jahr 10.000 Euro zu haben, konnte er einkaufen gehen. Ich meine, der könnte auch selber Zettel ausfüllen. Ihr könnt doch Zettel ausfüllen, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank so Zettel ausfüllt, dann geht das. So, im ersten Jahr hatte die Bank 10.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Jetzt hat die Bank 11.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Die Bank steht also bilanziell besser da als im Jahr davor, obwohl er pleite gegangen ist. Dann steigt der Aktienkurs. Und das Ganze ist Teil des Bruttosozialproduktes, die Bilanz der Bank. Jetzt sagt die Bank in einem Jahr so, was ist jetzt mit unserem Geld? Da sagt er, ja, was soll denn damit sein? Das ist ja nie bei mir eingekommen, das ist ja direkt wieder zurückgelaufen. Ja, sagt die Bank, das stimmt, da leihen wir dir jetzt 12.000 Euro. Davon zahlst du die 11.000 zurück, plus die Zinsen und dann 13, dann 15. Immerhin hat der Mann 20.000 Euro Schulden bei der Bank. Der ist mit 20.000 Euro verschuldet, obwohl er ursprünglich nur 10.000 Euro in den Sand gesetzt hat, wovon es nur 1.000 Euro wirklich gab. Und dann sagt die Bank, jetzt müssen wir die Zinsen raufsetzen, damit du ein bisschen schneller auf die Beine kommst. Oder die Bank sagt, die Ratingagentur, das ist sie da vorne, die sagt, du siehst ein bisschen blass aus. Das wird uns alles zu heiß, wir verkaufen jetzt die Schulden, die du bei uns hast. Man kann die Schulden ja weiterverkaufen, auf dem Anleihemarkt. Staatsanleihen sind Schulden. So, da sagt die Bank hier, wir haben hier bei dem Herrn einen Schuldschein über 20.000 Euro, der sieht ein bisschen blass aus, sagt die Ratingagentur, was bieten Sie dafür? Da kommt er und sagt, da biete ich 8.000 Euro für, er ist der Hedgefonds. Hedgefonds kennen Sie? Hedgefonds sind Organisationen, die sammeln Geld von Anlegern ein, leihen sich das Zehnfache dazu nochmal von Banken und machen damit Geschäfte. Dann sagt die Bank, was? 8.000 Euro für 20.000 Euro Schulden? Da habe ich 12.000 Euro miese gemacht. Da habe ich 60% Verlust in der Bilanz. Wie soll ich meinen Aktionären das erklären? Ja, wenn es gar nicht anders geht, das ist aber eine bittere Pille. Wenn jetzt alles gut geht, kriegt die Bank 8.000 richtige Euro. Kann eh die 1.000 Euro zurückzahlen, hat 7.000 Euro über, die sie vorher immer nur auf Zettel geschrieben hat. Und muss die 7.000 Euro nicht mal versteuern, weil sie hat ja in der Bilanz 12.000 Euro Verlust gemacht. Auf die Geschäftsidee wären sie auch gerne gekommen, oder? Und der Hedgefonds will sein Geld auch wieder haben und macht einen riesen Palaver und wir lassen alle einsperren und Schuldenturm und so, wenn er sich eine Lösung gefunden hat. Dann sagt die Allgemeinheit, jetzt mal langsam, wir können nicht alles den Bach untergehen lassen, wir finden eine Lösung. Ich stelle dir das vor, also alles wirst du nicht kriegen, 20.000 Euro ist unmöglich, aber ein Schuldenschnitt, ist das okay? Ja, so der Hedgefonds, Schuldenschnitt, ja, 50%, 50%. Dann kriegt der Hedgefonds 10.000 Euro.
hat er auch noch 2000 Euro verdient. Die Bank hat 7000 Euro verdient, der Hedgefonds hat 2000 Euro verdient. Und wer legt das Geld am Schluss auf den Tisch? Sie, Sie sind der Steuerzahler. Glückwunsch. Ja. Das, was wir jetzt hier mit Tausenden gemacht haben, haben die Banken mit Milliarden gemacht. Die Länder müssen sich das Geld ständig wieder neu leihen, weil sie es nicht zurückzahlen können. Und die Zinsen noch dazu, das machen wir Deutschen ja auch. Seit 30 Jahren haben wir noch nicht einen einzigen Euro zurückgezahlt von allen Schulden, die wir je gemacht haben. Wir nehmen jedes Jahr wieder neue Schulden auf. Und irgendwann muss das Geld hergeschafft werden. Einer muss in der Realwirtschaft das Geld erwirtschaften, was die Banken in den Büchern schreiben. Und das ist dann die Arbeit der Bevölkerung, und wir sind dann der Steuerzahler. Das ist das Spiel, das sie spielen. Und seit 5 Jahren tun wir nichts anderes in Europa, als diesen Schmarotzerpakt weiter durchzufüttern, meine Damen und Herren. Wir retten dieses System. Anstatt dass man damals direkt gesagt hätte, wenn Sie Geld verliehen haben, das Sie nicht wiederkriegen, haben Sie Pech gehabt. Dann machen Sie die Bank zu. Ja, die 1000 Euro, die die Frau eingezahlt hat, die garantieren wir. Da steht die Gemeinschaft für gerade. Und dann können Sie jetzt bitte wieder arbeiten gehen. Wir haben Jobs genug. An der Bettpfanne im Altersheim mit Scheiße bauen kennen Sie sich aus. Bitte sehr.